Britta trifft. Heute treffe ich den Künstler und Kabarettisten André Hartmann. Hallo. Hallo, grüße dich. Wir kennen uns schon lange, deshalb duzen wir uns auch. Und André Hartmann ist bekannt als der ehemalige Bundeskanzler Schröder, den er immer so brillant auf dem Nockerberg parodiert. Ich habe ihn dabei. Ah, sehr interessant. Das heißt, Stimmenimitatoren, Komiker, andere Menschen, andere Rollen schlüpfen, das ist so dein Ding. Ja, absolut. Normalerweise, in gewöhnlichen Zeiten, ja. Und wen hast du da noch in petto, außer den Altkanzler Schröder? Ja, nach Schröder muss ich natürlich mit der Zeit gehen. Ich kann auch den anderen Kanzler, wie heißt er noch gleich? Angela, ja. Gut, so. Und viele Musiker, Udo Lindenberg und Peter Maffay und so weiter, was man so braucht. Was man so braucht. Ja, normalerweise braucht jeder Mensch Kunst und Kultur. Zurzeit geht das nicht. Wie sehr zerrt das an den Nerven? Ja, es ist ganz, ganz schwierig. Ich muss mich jeden Tag neu aufraffen. Und ja, man muss sich da einfach Mut machen. Und wer jetzt einfach nur da sitzt und sagt, schwere Zeiten, man kann nichts machen, dem kann ich nur empfehlen, reiß dich zusammen. Dann werde eben systemrelevant, ja, so sage ich das immer. Und man muss halt irgendwie schauen, wie man dranbleibt. Kann man sagen, jetzt ist viel Zeit für Künstler. Viele werden auch nervös, viele wissen nicht, wann es weitergeht. Kann man sagen, dass vielleicht auch dieser Lockdown in gewisser Weise auch inspirierend ist? Natürlich. Also ich habe zum Beispiel vor Weihnachten 2020 jetzt zum ersten Mal seit vielen Jahren endlich mal wieder eine CD aufgenommen. Ich hatte jetzt mal wieder die Zeit dazu, ins Studio zu gehen und eine schöne Weihnachts-CD aufzunehmen. Das hätte ich im normalen Alltagsstress, wie er sich die letzten Jahre angebahnt hat, überhaupt nicht geschafft. Und ja, und das war jetzt einfach etwas, was in diesen Zeiten machbar war. Du bist ein bekannter Künstler und Komiker. So, lass uns mal ein bisschen über Karikaturisten sprechen, über Comedy, auch über politische Comedy. Also Charlie Hebdo ist ja damals angegriffen worden. Erdogan hat versucht, Druck auszuüben auf die Bundesregierung. Wie wichtig ist Parodie, wie wichtig ist für dich Komik für eine freie und liberale Gesellschaft? Ja, für mich wahrscheinlich wichtiger als für Herrn Erdogan. Ich finde, es ist schon sinnvoll, wenn man es. Da ist dann die Frage, wie weit darf man gehen, wo endet Satire? Aber wenn man bis zu einem gewissen Grad auch die Sache ins Lächerliche zieht oder auf die Schippe nimmt oder einfach aufs Korn, das ist vielleicht der beste Ausdruck. Ich bin nämlich selber kein Haut-drauf-Comedian. Ich freue mich darüber, mit leichten Spitzen über die Stimme eines Politikers oder so das Publikum zu erreichen und zu erheitern. Und über manche Sachen, seien wir uns doch ehrlich, muss man auch lachen in der heutigen Zeit, weil sonst kann man es nicht überstehen. Zum Beispiel? Was findest du gerade so besonders lächerlich? Also jetzt bei den internationalen Politikern, muss ich ganz ehrlich sagen, da halte ich mich ganz raus. Auch weil man ja sieht, wie weit das geht. Aber ja, also ich glaube, ich bleibe einfach an Herrn Söder dran, den muss ich jetzt für die nächsten 20 Jahre als vielleicht sogar als Bundeskanzler imitieren können. Also ich übe schon fleißig, bin fränkisch und so. Das heißt, es gibt auch so Personen, die schwieriger zu imitieren sind als andere? Ja, selbstverständlich. Mir fallen die leicht, die einfach auch in unseren Ohren etabliert sind. Also dazu gehört seit 40 Jahren Udo Lindenberg, den kann jeder raushören und so. Viele PolitikerInnen und auch KünstlerInnen der heutigen Zeit lassen sich schwer imitieren, weil gar nicht die Mehrheit sie erkennen würde. Also ich weiß nicht, würdest du, liebe Britta, ich sage jetzt einmal, ich nenne jetzt mal einen Jens Spahn, würdest du den, wenn er im Radio spricht, auf Anhieb erkennen, der hat nicht so diese Besonderheiten. Ne? Also bei Gerd Schröder, das war noch eine Sache. Ne? So mal lachen oder so. Oder ganz zu schweigen vom Stoiber natürlich, weil das ja klar ist. Diese Typen fehlen. Ja. Und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, imitierst du auch Frauen? Ich imitiere nicht Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Ich finde diese Frau großartig. Ach ja, wir haben sie auch zusammen schon mehrmals erlebt. Aber die Frauenstimmen, die ich imitiere, sind leider eher so kaputt. Also Inge Meischel, das ist mein Favorit, diese Mutter der Nation, die gar nicht so richtig weiblich klingt. Und die, ja, sowas geht dann.
Lass uns noch mal über die Satire sprechen. Gibt es da für dich auch Grenzen, wo du sagst, bis hierhin und nicht weiter? Und wo ist diese Grenze? Es gibt eine ganz anerkannte Grenze überall, nämlich alles, was mit Morden zu tun hat, sei es in der Karikatur oder auch im Wort, im gesprochenen Wort, ist völlig fehl am Platze. Also das finde ich nicht gut. Das findet niemand wirklich gut, wenn man sich ehrlich ist. Und dann ist halt wirklich die Grenze unterschiedlich anzusetzen. Ich persönlich mache am liebsten über kleine Eigenheiten, Scherze. Das kann auch mal eine Handhaltung sein, die besonders sich einprägt, oder so ein kleiner Essfehler oder so. Aber mir geht es darum, die Person nicht fertig zu machen, egal wie man zu ihr steht. Also das haben all diese Menschen in der Öffentlichkeit nicht verdient, dass man sie fertig macht und so richtig durch den Schlamm zieht. Das geht nicht. Jetzt haben wir so viele Eindrücke gerade von dir schon bekommen während des Gesprächs. Wann dürfen wir dich denn wieder auf der Bühne bewundern? Tja, ja, da fragen wir mal die zuständigen Herrschaften. Es heißt jetzt immer wieder weitere Lockdowns und es geht weiter. Und wenn die Inzidenzzahl dann bei null ist, wird man sagen, Vorsicht, nicht zu früh freuen, wir warten, bis Inzidenz bei minus 50 liegt oder so. Das ist natürlich alles Quatsch. Ich plane jetzt mal mit schönen Streamings, Online-Geschichten, werde vielleicht noch mal eine schöne CD aufnehmen. Und ab Mai, Juni 2021 ist mein persönliches Ziel, in der sommerlichen Sonne wieder Open Airs zu gestalten. Gut, da sind wir jetzt mal ganz positiv, blicken wir da in die Zukunft. Aber wie redet ihr untereinander mit den Künstlern? Gibt es da auch große Sorgen und Nöte? Und was rätst du denn deinen Kollegen? Wie schafft man es, durchzuhalten und auch die Laune nicht zu verlieren? Ja, jeden Tag selber zu sich sagen, das geht vorbei. Ich schaffe das. Das ist ein sehr guter Satz, finde ich. Und was ein bisschen versöhnt mit der ganzen Situation ist ja, dass doch die meisten im selben Boot sitzen. Also ich sage jetzt mal, in der gesamten westlichen Welt liegt ja doch vieles da nieder und die Politik bemüht sich ja, für die größten Schäden aufzukommen, wenn auch versetzt in der Zeit und verspätet und vielleicht nicht immer ausreichend, aber so richtig verhungern muss niemand, der vorher nicht schon hungern musste. Aber das Problem ist natürlich auch weltweit zu sehen, die vorher schon hungern mussten, ne? Also die haben es jetzt auch nicht gerade besser. Eine letzte Frage. Wenn du morgen Kulturminister wärst oder von mir aus auch gerne Ministerpräsident, was würdest du als erstes veranlassen? Ja, da gibt es ja wie beim Bau, bei der Architektur, einen gewissen Prozentsatz, der in die Kunst fließen muss, Kunst am Bau. Ich würde sagen, jede Firma, und würde sie Amazon heißen oder irgendwie Starbucks, muss einen gewissen Prozentsatz auch für die Kunst tun und dann einfach zu Veranstaltungen gezwungen werden. Mit jedem To-Go-Kaffeebecher muss ein Kabarettist mitgebucht werden oder so. Tolle Idee. André Hartmann, Künstler, Kabarettist, Satiriker. Ich danke dir, dass du heute bei Britta trifft zu Gast warst. Dankeschön auch.